Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc. Autoformatierung von Tabellenbereichen, Autoformat. Sie können die Funktion Autoformat nutzen, um vorgegebene Zellformatierung auf ausgewählte Tabellenbereiche anzuwenden. Das Autoformat-Werkzeug kann nur angewendet werden, wenn der ausgewählte Bereich mindestens drei Spalten und Zeilen umfasst, wobei die oberste Zeile als Spaltenüberschrift beziehungsweise die linke Spalte als Zeilenüberschrift genutzt wird. Um Autoformat auf einen Zellbereich anzuwenden, führen Sie folgende Schritte aus. Erstens markieren Sie den Tabellenbereich, das heißt, wählen Sie die Zellen aus, die Sie formatieren möchten. Zweitens wählen Sie Format und Autoformat aus, um Eigenschaften von Autoformat wie Zahlenformat, Schriftart, Ausrichtung, Umrandung, Muster, Breite und Höhe auszuwählen, klicken Sie auf Mehr. Wählen Sie ein Format aus. Klicken Sie anschließend auf OK. Wenn der Zellinhalt nicht farblich dargestellt wird, wählen Sie im Menü Ansicht Werte hervorheben. Definieren eines neuen Autoformats. Sie können ein neues Autoformat definieren, welches anschließend für alle Blätter verfügbar ist. Formatieren Sie ein Blatt, das genauso aussehen soll wie das gewünschte Autoformat. Wählen Sie Bearbeiten und alles auswählen. Wählen Sie Format, Autoformat aus. Der Hinzufügen-Knopf ist nun aktiv. Benennen Sie nun das Autoformat mit einem aussagekräftigen Namen. Klicken Sie auf OK, um das Autoformat zu speichern. Das neue Autoformat ist jetzt in der Formatliste im Dialog Autoformat zu finden. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!